Ja, moin Leute, euer Vionex am Start und wir spielen Ründchen Chenvala. Wir fangen mit einem Shell Collector Token quasi an, aber wir wollen natürlich Elementare haben. Ziel ist es, Salamental und Refreshing Anomalies zu finden. Refreshing Anomaly, weil sie uns erlaubt, mehr zu rollen und dadurch mehr Elemental zu finden. Und Salamental, ganz klar, es ist eine Value Unit und es sind direkt zwei Elementare auf einmal. Dadurch, dass man den Droplet nochmal spielen kann, wenn man Salamental verkauft. Darüber möchte ich ganz oft die Hero Power auslösen, den Shop reduzieren und möglichst umsonst leveln, während ich relativ viel Tempo auf dem Board habe. Das ist der Gameplan mit Chenvala. Man sollte nicht für den vollen Preis leveln, oder was heißt nicht, es gibt Situationen, wo das Sinn macht, aber in den meisten Fällen sollte man vermeiden, fürs volle Gold zu leveln, weil sonst hat man keine Hero Power nachher mehr. Jetzt ist die Überlegung hier halt zu sagen, man nimmt Shell Collector und rollt und findet leider wieder nichts, okay. Ich werde sowas wie eine Warrior Curve spielen. Leveln würde ich halt nur, wenn ich sehr früh Salamental plus Refreshing finde. Dann hat man sofort eine Reduktion um 3 Gold und kann umsonst leveln. Wenn ich das nicht finde, passe ich das so ab, dass ich möglichst günstig von 1 auf 2 level, dann die Reduktion über die Hero Power nehme und dann nochmal günstig von 2 auf 3 leveln kann. Okay. Wo sind verdammt noch mal die Elemente? Da ist einer. Und da ist einer. Okay. Überlege gerade, wir könnten so. Und dann können wir diese Runde umsonst leveln. Genau die drei reduziert. Und dann brauche ich auch nicht freezen und habe wieder größere Chance, mehr Elemental zu finden. Okay, das ist natürlich stark. Double Micro Mummy auf einem Grauzweig. Okay. Aha. Hier können wir wieder gut machen. Kaufe so und so viel Minions, bekomme random Piraten oder kriege eine random. Ich glaube, wir kaufen die Minions. Erst den spielen, dann den spielen. Ah, genau der sollte es nicht sein. Wir freezen das. Wir können nächste Runde Refreshing spielen. Umsonst rollen. Für 3 Gold leveln theoretisch. Es sei denn, wir sehen einen zweiten Elemental. Dann müssen wir uns überlegen, ob es sich lohnt, Salamental zu verkaufen und hier durchzurollen. Perfect Lamp ist super interessant. Wenn wir das früh ausgelöst bekommen, versuchen wir möglichst viel in Tavern 5 Units rein zu discovern. Little Ragnaros und Normies zu finden. Und dann darüber unser Scaling aufzubauen. Guter Value Trade. Kommt es ein bisschen drauf an, wie wir traden, ne? Ah, ne, kommt gar nicht drauf an. Wir können es nicht holen. Ah. Ja, doch, wir hätten noch einen Value Trade auf der Micro Mummy gebraucht. Dann wäre es gut gewesen. Okay. Zwei Gold leveln oder lieber hier komplett durchrollen? Muss halt Units schnell durchrollen, ne? Da kriege ich schneller dann die Quest durch. So. Frage ist, ich will die Reduktion erst nächste Runde haben. Heißt, ich freeze für Refreshing. Level nächste Runde für 1 und spiel dann erst Refreshing Anomaly. Weil den jetzt um 3 zu reduzieren, dann bekomme ich ja nur um 2 Gold reduziert. Ich will aber die volle Reduktion haben.
gut. Wir leveln hier, wie gesagt. Verkaufen. Dann können wir spielen. Rollen. Ja, why not? Das ist günstig. Wenn ich von den zwei Salamanteln. So, wir müssen noch 6 Units kaufen. Alles, was uns in Gold gibt, wird wahrscheinlich jetzt gekauft. Das ist Salamantle, das ist Shell Collector, das ist Ted, weil der uns wieder einen Murloc wiedergibt. Das ist Free Dealing Gambler. Das sind die Units, die wir jetzt unbedingt spielen und durchrollen wollen, um möglichst schnell die Quest zu aktivieren. Frage ist, behält man diese Refreshing Anomaly? Weil in dem Moment, wo wir die Quest ready haben, ist das halt auch ein Triple oder verkauft man die für Board Space? Am schönsten wären halt Salamantle. Das reduziert den Shop. Es gibt mir auf den beiden Molten Rocks Buffs. Es gibt mir durch den Party Elemental nochmal Buffs. Und es ermöglicht mir hier Sachen zu kaufen halt. Ne? Gut ist unentschieden, bin ich zufrieden mit. Molten Rock Triple. Ja, dann muss ich aber leveln. Weil die Chance ist zu gut, dass ich hier auf einen. Schade. Oh wow. Dann nochmal. Let's go. Little Rock oder Nomi. Schade auch nicht. Rollen. Gute Elemental. Was wir hier kriegen. Warum gebe ich dem denn nicht Poison? Ist auch dumm von mir, ne? Dann hätte ich nämlich die beiden verkaufen können. Ah, egal. Freeze ich den? Kann man schon machen. Ich hätte Amalgam Poisons machen müssen. Nicht drüber nachgedacht. Ich muss noch 3 Units kaufen. Das kriege ich ja hin. Und wenn das Paare sind, umso besser. Dann machen wir den halt jetzt Poison. So. Den Amalgam trippeln wir nächste Runde. Ja, why not? Poison, Murlocs, Poison, Poison, bisschen Cleave, so. Let's see. Jedes Pair ist jetzt halt instant ein Six Discover. Was sind die besten Sixes? Ja, wenn wir Genie Leutnant hinkriegen, wäre natürlich mega fancy. Dann müssen wir aber gucken, ob wir Little Ragnar rausfinden. Oh, der Hit ist leider gut von ihm. Und er hat Nomi schon. Und Cook bookt Nomi. Oh, könnte gefährlich werden. Okay, unentschieden. Ja, Gar-Genie-Kombination. Dann machen wir Full Elemental. Man könnte auch Orgo Atissa machen. Müssen wir dann mal gucken. Ne, dann nehme ich Nosy Pair mit. Dann kriege ich jede Runde eine goldene. Dann nehme ich jetzt Atissa mit. Rolle einmal.
Max, 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 Max. Ich sollte Bumper spielen gegen Max. Gut. Mechanotank hat nicht viel gemacht. Ah. Es sind trotzdem 15. Das spielte da keine Rolle, ob der die Nosy holt oder nicht. Jetzt müssen wir schauen, was es wird. Augusoa wahrscheinlich, ja. Umsonst leveln. Was heißt umsonst? Ich ein Roll, ich reduziere, das ist schon okay gewesen so. Elementals Rollen bringt mir gerade keinen Vorteil, richtig? Ah doch, ich könnte mir halt angucken, was drin ist und ich kriege den Free Reroll. Der ist halt okay. Nee, der ist es nicht. Goldenen Sepp. Gegen Max kann man schon machen, ne? Gar. Das ist alles, was knapp gerade. Nein, ich wollte doch wenigstens noch das Taunt spielen. Naja, egal. Nein, den brauchte ich doch da. Ja, mal gucken, ob wir jetzt auf Full Atissa-Bild gehen. Und die Elemental verwerfen. Wir haben zwei Sechser Discover jetzt. Und noch eine Orgo. Gucken wir erstmal, was. Discover. Kampfschrei haben wir keine guten. Dann vielleicht den. Dann Discover. Vielleicht den. Dann Discover. Mega Buster Triple. Dann. Den vielleicht. Der kann gehen. Spielen den. Machen den mal auf 15, 15. Head Start, Discover, Glow Scale. Das ist wieder ein Triple. Discover. Wie viel Discover mache ich diese Runde? Ist ja die Frage nur. Manted Queen auf jeden Fall. Discover. Ein Spell mitnehmen. Ein Orgosoa mitnehmen, ein Spell mitnehmen, rollen. Ein Spell durchrollen. Den durchrollen. Der ist mein. Gucken mal, was der Omega Buster uns bringt. Sehe ich gerade noch nicht. Verkaufen. Spell, zack. Spell. Taunt können wir gleich benutzen. Oh, waren ein paar Triple diese Runde. 9 haben wir jetzt bisher. Vielleicht hätte ich Golden Omega Buster spielen sollen, aber wir haben 100% Win, weil wir einfach mit unserem goldenen Sepp seinen Mech-Bild zerstören. Wie viel spielen noch Max?
Da oben ist noch ein dicker Mac-Bild. Den Rest wissen wir nicht unbedingt. Mantid Queen ist halt super mit Double Amalgam, ne? Aber ich glaube, ich muss Nosy Looter jetzt gleich gehen lassen. Weil Orgo nie gehen lassen wäre dumm. Ja, Macs sind halt drin. Wir können noch Module für unseren beiden Amalgams finden. Boah, wir haben den voll vernichtet, Alter. Der hat einfach Golden Baron, Golden Omega Buster Bild und wir machen ihn so fertig. Ja. Falls das einen. Ich meinte, falls das eine Orgosoa ist, haha. Insane, was hier gerade passiert. Tissa. Ich finde, man sollte auch ein paar Orgosoas haben. Wenn man zu wenig Orgosoas hat, ist echt Kacke. Was passiert hier? Der gibt mir noch einen Spell. Weg mit dem. Können wir hier noch discovern? Den vielleicht. Noch eine Mantid Queen, immer gut. Mantid Queen spielen. Ich kann nicht alles discovern. Okay. Zeitlich die gemacht, die sein mussten. Ansonsten müssen wir nochmal gucken. So, wir waren 13 Triple. Let's go. Alter, das ist Double Nomi und wir zerstören einfach, oder was? Und wir schmeißen die ganze Zeit Glowscales weg. Wir schmeißen die ganze Zeit Orgosoas weg. Das ist so dumm. APM Naga habe ich noch nie gespielt. Aber okay. Ja, wir müssen erstmal gucken, was wir noch an Naga entdecken können. Das ist ein Spell. Ja, es ist auch wieder ein Triple. Nice. Was geht denn jetzt? Ist noch ein Mac-Player drin? Ja, hier er. Den müssen wir nochmal zerstören gleich. Das heißt, ich kann den nicht. Solange er drin ist, kann ich meinen Sepp nicht verkaufen. Das bedeutet, ich muss sie gehen lassen, weil ich auch nicht bereit bin, Orgosoa gehen zu lassen. Ach komm, Genie Triple nimmt man auch noch mit. Einfach mal gucken, wie viele Triple man kriegen kann, ne? Poison, ja. Dem anderen Amalgam mal Poison geben. Schade. Moment. Erst spielen, dann trippeln. Extra Divine Shield bekommen. Orgo. Wir haben ordentlich was zu tun, Leute. Ich weiß es nicht. Ja, Divine Shields klingen gut. Divine Shields klingen sehr, sehr gut, finde ich. Eine Mantid Queen kann man mitnehmen. Ja, wir haben auf Tavern 5 mit Elemental gegen auf Tavern 6 mit 16 Triples Naga. Let's freaking go, Alter. Let's go. Er hat immer noch den Double Nomi am Start. Okay. Wir können ihn nicht töten, ist das Problem. Und ich hätte Poison weiter vorne stehen haben müssen. Weil der Hit einfach ins Nirgendwo geht, beziehungsweise in eine Unit, die wir nicht killen können. Aber wir gewinnen trotzdem deutlich. Bam. Ist immer noch drin. Wann stirbt er endlich? Okay, jetzt stirbt er gegen uns. Den können wir kurz mitnehmen. Da können wir kurz reingucken. Kurz schauen, welche Naga wir kriegen.
Ich glaube, jetzt ist Divine Shield wichtiger als weitere. Jetzt zu bekommen. Schön wäre gewesen, das zweite Modul zu finden. Ja, die kann man nächste Runde natürlich trippeln, dann hat man wieder Board Space. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Kollege hier inzwischen Uthers gefunden hat, um seinem Baron und seiner Kengor 1515 ins Set zu geben. Wenn das so ist, dann wird das hier eine knappe Runde. Wenn nicht, dann können wir, glaube ich, hier solide gewinnen. Wir machen nächste Runde den Mantid Triple. Wir rollen dann weiter und gucken mal, was sonst noch geht. Idealfall enden wir auf Atissa, Double Amalgam, beide mit Modul. Und vier Mantid Queens, oder? Ja, vier geht gar nicht. Drei Mantid Queens und Goldenen Selfless oder so. Interessant. Das ist sogar gut für ihn gerade, oder? Ah ne, sein Board ist tot, bevor Kengor auslöst. Gut, jetzt löst eine Kengor auf einem leeren Board aus. Sollen da ruhig zwei Omega-Buster rauskommen? Ach, nur einer. Ja. Oh, dann hat sich das gelohnt, dass wir den goldenen Sepp die ganze Zeit behalten haben. Hier sind Elemental und hier sind Elemental. Da brauchen wir nur Stats. Das heißt, Sepp kann jetzt gehen. Wir haben wieder einen freien Slot. Der Sepp war ja nur dafür da, um die Mech-Player rauszukriegen. Und mit Rakanishu und mit Greybow sind jetzt die Mechs raus. Wir könnten noch ein paar Triple machen, ne? Wir haben erst 16. 17 jetzt. 17 Triple, das ist Scaling. Wir rollen. Das ist gar nichts. Oh, das ist auch wieder ein Triple. Kriegen wir den? Ist so ein bisschen. Gucken, wie wir das hinkriegen können. Fehlt ein Gold, oder? Ja, mir fehlt ein Gold, aber auch nur, wenn ich den hier nicht verkaufe. Sehr gut, weg damit. Erst einmal was entdecken. Oh, das ist extra Gold. Jetzt können wir die Coin nutzen, trippeln. Nicht so wichtig. Stats. Mehr Amalgams. Mal rollen. Gucken, was hier raus wird. Ja. Vielleicht den Uther. Ja, den Murloc als weitere Klasse für die Mantid Queens, damit die einfacher Divine Shits bekommen, ne? Ich meine, das sind beides goldene Mantids. Na, ja, er countert das gut. Ich muss mit Poisons leaden gegen so Riesenteile. Well played. Wir brauchen noch mehr Poison. Bedeutet. Amalgam, wir suchen Toxfins. Gut zu wissen. Da könnte ein Toxfin drin sein. Wir nehmen den mal mit. Für alle Fälle. Wir haben verloren, das ist Bonusgold. Wir lassen das Divine Shield gehen. Einfach um Chance zu erhöhen. Kein Toxfin.
Extra Gold. Wir nehmen das Divine Shield mit. Der ist umsonst. Kann halt auch ein Toxfin drin sein, solange wir keinen Morlock auf dem Board haben. Leider nein. Der ist umsonst. Das ist halt Scaling durch die Coins. Oh, den hätte ich auch buffen. Na egal, dann gehen wir so dadurch. Hilft mir das weiter, den zu trippeln? Nicht unbedingt, ne? Gucken wir mal. Ne, hilft mir nicht. Amalgams, mehr davon. 2, 3. Die drei gehen lassen. 1, 2, 3. Er kommt, den freezen. Ja, dagegen geht's. So, alles hat Divine Shield. Müssen wir nur noch versuchen, auch noch einen Toxfin. Wir brauchen noch einen Toxfin. Wir trippeln den Amalgam. Und wir brauchen zwei Boardslots dafür in dem Moment. Ja, ich kann die Atissa halt gehen lassen, ne? Die Idee ist, ich muss einen Toxfin finden, damit ich dem Amalgam Poison geben kann. Dafür brauche ich natürlich zwei Boardslots. Erstens, damit ich den Amalgam aufs Board kriege. Zweitens, damit ich den Toxfin dann irgendwo spielen kann und dem Poison geben kann. Und in dem Moment, wo ich das schaffe, habe ich dann nachher dann wieder den Boardslot, wo der Toxfin war. Und da kann ich dann den Leeroy spielen. Das wäre die Idee. Vielleicht schaffe ich es ja auch, Selfless zu trippeln. Dann brauche ich nur Atissa verkaufen, kann auf dem Slot Amalgam spielen, Poison geben. Dann bräuchte ich den Leeroy nicht. Ich hätte eh keinen Boardslot für den Leeroy. Oder? Ich glaube, Manted First kann gut funktionieren. Die kann halt potenziell auch den Molten Rock direkt instant holen, wenn die Wind Fury kriegt. Ah, er darf anfangen, schade. Dann sollten wir das aber trotzdem durch Divine Shields gewinnen. Ah, nein. Doch, wir gewinnen das. Wir gewinnen was, weil der hier Module hat. Microbots. GG. 20 Triples reicht dann doch aus für den Win. Aber Giant Elementals, das war ein interessantes Game. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo da. Glocke, Like nicht vergessen. Ich wünsche euch eine geile Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns im Stream.